Und wir gehen heute auf eure Belange ein. Wir haben viele, viele Fragen bekommen zum Thema Balkonkraftwerk. Wir haben jetzt schon zwei aufgebaut, eins bei dir, eins bei mir. Solltet ihr immer noch Fragen haben, scheut euch nicht, schreibt es gerne in die Kommentare und dann werden wir uns auch die Mühe machen, auch diese Fragen natürlich zu beantworten. Falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir haben bei dir ein Balkonkraftwerk aufgebaut, auf deiner Garage. Wir hatten bestes Wetter, es war zwar ein bisschen stürmisch. Ihr habt sicherlich gesehen in unserem Video, was wir gepostet haben, was sich sehr viele Leute angeschaut haben. Vielen Dank nochmal für das positive Feedback. Und die meisten Fragen stammen ja auch aus diesem Video. Unter anderem gab es eine Frage, wie sinnvoll ist es, die PV-Platten auf die Garage zu legen, so wie du das gemacht hast? Und wieso haben wir diese nicht angewinkelt, um vielleicht doch mehr Sonneneinstrahlung gewinnen zu können? Also die Platten werden immer moderner. Ja. Ne? Klar, wenn sie liegen, empfangen die schon sehr gut die Strahlung und können gut Strom produzieren. Ich denke, dass dann tatsächlich noch ein bisschen was rauszuholen ist, wenn man diese anstellt tatsächlich. Okay. Jetzt muss man sagen, wohnen wir hier im höchsten Norden. Wir haben eine relativ hohe Windstufe. Das Aufständen an dieser Platten ist relativ kostenintensiv, damit das stabil massiv ist. Ja. Da habe ich mich tatsächlich gegen entschieden. Weil du Angst hattest, dass die Garage wegfliegt. Dass die Platten eventuell wegfliegen. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen einfach vor den Kosten gedrückt und ich wollte es einfach so schnell wie möglich aufbauen. Und ich habe es erst nicht geglaubt, aber du bekommst tatsächlich so viel wie ich und ich habe die ein bisschen angewinkelt durch meine Dachschräge. Ich habe die auf eine Dachschräge aufgebaut und wir haben fast den identischen Wert. Ja. Obwohl du sie wirklich aufgelegt hast. Nichtsdestotrotz ist, denke ich mal, das Maximalste tatsächlich rauszuholen, wenn wir die wirklich optimal 30 Grad anwinkeln. Ja. Und Und ich finde, da sollten wir gleich mal anknüpfen. Wir werden für euch noch ein Video machen. Ich habe da gerade so eine richtig witzige Idee, indem du einfach mal schaust auf deinem Auswertegerät. Ja. Wie viel Ertrag du gerade einnimmst oder wie viel Ertrag gerade einläuft. Und du stehst dahinter. Und ich stehe dann da und bewege die PV-Platten. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Hat, glaube ich, so auch noch keiner gemacht. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich hoffe, ich verbrenne mir da nicht irgendwie die Finger oder so. Okay. Und ich, wie gesagt, wir werden es mal versuchen. Ich stelle mich hin und dann halte ich mal die Platten in Richtung Sonne und dann gucken wir mal, wie da die Stromflüsse sind. Und versuchen einfach Maximum rauszuholen. Das Maximum. Ein Zuschauer hat dich persönlich kontaktiert und wollte wissen, ob es möglich ist, mehrere Balkonkraftwerke über eine Mehrfachsteckdose anzuschließen. Also grundsätzlich würde ich da auf jeden Fall von abraten, denn diese Dreierstecker, wie man sie handelsüblich nennt und kennt, meistens in weiß hinterm Sofa, tatsächlich gar nicht für hohe Leistungen ausgelegt sind. Eine normale Steckdose kannst du ja mit 16 Ampere belasten, problemlos, die im Haus verbaut und verdrahtet ist. Und manche denken, das geht im Dreierstecker halt auch. Das geht natürlich nicht. Ich dachte immer nur, was rausgeht, ist messbar, aber man kann auch messen, was reingeht. Wechselstrom. Ja. Wir haben keine klare Flussrichtung. Okay. Das heißt, Verbrauch ist genauso zu messen wie der Ertrag tatsächlich. Interessant. Da kannst du von einem ganz normalen Energiekostenmessgerät für 12,95 zwischenstecken, ablesen, wovon ich tatsächlich immer abraten werde. Ich wollte gerade sagen, du kaufst doch nicht 12,95 ein Lesegerät, kein Auswertegerät. Keinerlei Intelligenz drin und ich marschiere nicht immer in die Garage und lese das Ding aus. Dafür bin ich tatsächlich zu gemütlich. Aber wie machst du das denn? Ich habe eine WLAN-Steckdose. Okay. Ich habe eine kleine WLAN-Steckdose von Shelly. Da haben wir übrigens auch schon ein Video zu gemacht. Die werden fest verdrahtet und lassen sich dann ganz einfach über verschiedene Protokolle oder auch WLAN steuern. Stimmt. Ne? Einmal haben wir dein Garagentor modifiziert und wir haben auch bei Balkonkraftwerk einige Shellys verbaut. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ist relativ einfach zu verbauen. Und war für mich völliges Neuland. Ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Okay. Und du hast mich da echt auf den Geschmack gebracht. Also Shellys ist eine feine Sache. Schaut einfach mal in die Videos rein. Kostet rund 20 Euro, lässt sich zwischenstecken. Und man kann genau sehen, okay, den und den Ertrag habe ich auf dem Balkonkraftwerk. Jan, jetzt bekomme ich ja meinen Strom von einem Stromversorger. Mhm.
Wie funktioniert denn das jetzt mit der Hausnetzeinspeisung? Also ich versuche das mal ganz stark zu vereinfachen. Der Strom nimmt letztendlich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Sprich, der Weg von deinem Haus zum Netzbetreiber ist wesentlich länger als von deinem Haus zum Balkonkraftwerk. Somit wird der Strom, der am nächsten dran ist, verbraucht. Eine Frage, die in den letzten Wochen heiß umstritten ist: Wie schließe ich mein Balkonkraftwerk eigentlich an? Ich höre immer was mit VDE und WLAN. Jan, hilf uns doch mal auf die Sprünge. Ja, ob WLAN oder Schuko ist natürlich eine gute Frage. WLAN wird immer vom VDE vorgeschrieben. Ja. VDE, private Firma, erstellt häufig Norm, also eigentlich nur Norm. Du sagst gerade privat, also gar nicht rechtlich? Nein, ist an sich nicht rechtlich. Okay. Hat einen gewissen Gesetzescharakter, wird vor Gericht auch oft angenommen, sind aber tatsächlich nur Empfehlungen und keine Gesetze oder Verpflichtungen. Und die beharren halt auf diesem WLAN-Stecker, ein Stecker von einem gewissen Hersteller, der einen Berührungsschutz mit sich bringt und hauptsächlich zur Einspeisung genutzt werden kann. Also nicht wie der Schokostecker? Genau, ganz anders. Der Schokostecker hat ja zwei offene Drähte. Genau, genau. Und da heißt es dann halt immer, das geht nicht, das ist zu gefährlich, da könnte Strom drauf sein. Größter Quatsch. Habe ich auch gehört, ne? Einige sagen ja, einige sagen nein. Das Balkonkraftwerk ist angeschlossen, ich ziehe es raus und gebe mit meiner Zunge direkt dran, was passiert? Nichts. Denn alle Wechselrichter sind mit einer Freischaltstelle versehen. Okay. Das heißt, der Wechselrichter braucht immer die Spannung, Frequenz und eine Erdung, ja, um selber arbeiten zu können. Okay. Und wenn eines davon ausfällt, fällt auch der Wechselrichter aus. Okay, das ist... Sprich, du ziehst den Stecker schnell raus, ja, direkt an die Zunge, passiert nichts, weil das schaffst du nicht in... Hast du schon mal gemacht? Nee, aber wäre nochmal ein Versuch wert tatsächlich. Aber du schaffst es halt nicht in 30 Millisekunden. Schreib es gerne mal in die Kommentare, wenn Jan das für euch ausprobieren soll. Mich würde es auch interessieren. Können wir gerne machen, aber da passiert tatsächlich nichts. Okay. Von daher ist meine private Meinung, dass das mit dem WLAN-Stecker und dieser Einspeisesteckdose einfach nur eine gewisse Hürde oder ein Hindernis ist, Privatpersonen so ein Balkonkraftwerk betreiben zu lassen. Weil ausgeliefert wird das Ganze ja mit dem Schuko-Stecker. Das heißt, ich muss ja das Modul immer abschneiden oder den Wechselrichter immer nochmal umbasteln, indem ich ihn abschneide und den WLAN dran baue. Also es gibt unterschiedliche Anbieter im Internet. Okay. Viele Anbieter verfolgen diese Philosophie der Schutzkontaktstecker und sagen, okay, VDE ist kein Gesetz. Ja. Es muss quasi jeder selber entscheiden, was er haben möchte und liefert diese nur mit Schuko aus. Okay. Und dann gibt es eben dann auch andere Hersteller, die sagen, okay, WLAN muss sein. Und dann kriegt man halt einen WLAN-Stecker. Welchen hast du? Also zu Beginn an hatte ich tatsächlich einen Schuko-Stecker. Ja. Was auch sehr gut funktioniert hat. Den habe ich auch gesehen bei dir. Hast du auch gesehen. Aber für ein Videoprojekt habe ich tatsächlich komplett auf WLAN umgerüstet. Hat sehr viel Geld gekostet. Macht meiner Meinung nach keinen Sinn, aber ich denke, wir konnten damit ein tolles Video produzieren. Diesen Schutzkontaktstecker kann man zu Hause überall einstöpseln. Ja. Und für den WLAN-Stecker braucht man eine WLAN-Einspeisesteckdose. Und nein, die kannst du nicht selbst installieren. Wie, ich brauche da jetzt einen Elektriker für? Einen Elektriker, um diese Steckdose bei dir installieren zu lassen. Was soll das? Ja, das ist einer der größten Hürden, meiner Meinung nach. Das ist was, das sollte im VDE angepasst werden. Ja. Und da hoffe ich tatsächlich auch drauf, dass man da irgendwann tatsächlich eine Sprache spricht. Du, sag mal, Jan, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir jetzt einen Stromausfall haben? Und kriegen wir noch weiter den Strom durch die Anlage oder ist das überhaupt das gar nicht möglich? Denken sehr viele, aber dem ist leider nicht so. Ja. Wie ich das vorhin schon erklärt habe, bei der Sicherheit hat dieses Gerät eine Vorrichtung, dass wenn das Strom ausfällt, das Gerät auch nicht mehr weiterarbeitet. Sprich, wir haben einen Stromausfall, wir haben keine Spannung mehr da, wir haben keine Frequenz mehr da. Ja. Das Balkonkraftwerk arbeitet nicht mehr. Also kann ich das im Worst Case nicht retten. Also kurz gefasst, kein Strom, kein Balkonkraftwerk. Kein Strom, kein Balkonkraftwerk. Das Balkonkraftwerk ist angeschlossen, ne, mein Gesicht strahlt.
Ja, das erste Geld fließt quasi wieder zurück. Ja, ich kann meinen Verbrauch mindern. Ja. Wie schaut es eigentlich aus? Muss ich das noch irgendwo registrieren? Muss ich da meinem Stromversorger eine E-Mail schicken oder meinem Netzbetreiber? Oder wie funktioniert das Ganze, Jan? Also grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, dass eine Anmeldung an sich nicht erforderlich ist. Ja, letztendlich sollte der Netzbetreiber die Chance haben, deinen Zähler auszutauschen. Es gibt die modernen digitalen Zwei-Richtungs-Zähler oder Zähler mit Rücklaufsperre. Aber dann gibt es tatsächlich auch noch diese alten schwarzen oder grauen Zähler mit einer Scheibe drin. Okay. Ne, wo sich der Zähler letztendlich dreht. Ja, ja. Und solltest du so ein Gerät anschließen, hat man die Chance, das Gerät rückwärts drehen zu lassen. Und am Ende des Monats würde ich weniger Geld zahlen müssen. So ist es. Du Aber das haben wir natürlich nicht bei uns, oder? Ja, du bräuchtest dann auch keinen Speicher mehr, ne, weil der Speicher wäre dann das Netz, was aber höchst illegal ist, wo ich persönlich wirklich von abraten würde, weil das ist Betrug auf allen Ebenen. Okay. Von daher sollte man wirklich schon das Gerät anmelden. Da gibt es auch schon oft verkürzte Anmeldeverfahren tatsächlich bei den ganzen Netzbetreibern, wo man ein kleines Formular ausfüllt, das rausschickt und damit ist alles geregelt. Die prüfen, was für einen Zähler du hast und solltest du noch einen alten Zähler haben, kommen die vorbei, klopfen an der Tür und sagen, hier, okay, neuer Zähler, dann ist alles konform, Gerät einfach arbeiten lassen und 20 Jahre Ruhe. Jede Woche eine neue Folge.